Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute werden wir wieder verschiedene Sachen in Fortnite machen, testen zur neuen Season. Als erstes machen wir hier ein paar Story-Aufgaben, die hier irgendwo sein sollen. Keine Ahnung wo. Und ja. Also, als erstes mal. Der Cypher PK Skin, also der neue Ikonenskin, soll der erfolgreichste und coolste Ikonenskin sein, den es bis dahin gegeben hat. Also vorher die sollen schlechter sein, keine Ahnung. Und ja, dazu erstmal werde ich auch nochmal ein Bild jetzt einblenden. Bitteschön. Finde ich cool, die violette Variante, die orange, ja. Standard-Skin so. Naja. Dann, dass wir wissen jetzt wirklich, dass Chrome soll sich hier über die Karte ziehen. Also es soll sich wirklich einmal komplett darüber ziehen. Finde ich cool. Und hier ist ein Gegner super. Ja, der Typ wird mich doch wieder instant holen. Sag ich doch. Okay, let's go. In die nächste Runde. Bis und willkommen in der zweiten Runde. Die erste ging ganz schön schnell zu Ende. Wer kann was dafür? Ja, okay, vielleicht ich, weil ich einfach nur scheiße war. Oder weil der Gegner mich gewone-hittet hat. Eins von beiden. So. Dann noch Grüße gehen raus an TPC Gamer 80er Enne und André Bresching. Bam! Ihr habt die letzten Videos kommentiert. Okay, unter anderem ein paar der letzten. Ey, der soll mich jetzt auch nicht nerven. Ey, im letzten Video, ich wurde genervt. Jetzt schon wieder. Ihr wollt mich doch echt auf den Arm nehmen. So, nochmal. Also, der Ikonskin soll reinkommen. Wir wissen, der Schleim wird sich auf der Karte verbreiten. Und ja, geht weiter im Text. Dann. Ich komme. Ach doch. Ton sei einfach noch lauter. So, dann wir wissen, es sollen ja ein paar weitere Waffen reinkommen. Unter anderem neue Raketenwerfer oder eine Lenkraketenwerfer sogar. Ich sage jetzt mal wirklich so klipp und klar. Dann noch so eine Art, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Eine Schleimkanone. Die soll irgendein komisches Schleim verschießen. Blende ich euch hier mal kurz einen kleinen Clip vom Trailer ein. Finde ich irgendwie cool, die Waffe, wenn sie so stark ist, wie sie da gezeigt wird. Und ja, aber ich glaube nicht, dass die so bleiben wird, weil das waren nur Bots, die da getroffen wurden. Und ja, was sind Paradise-Aufgaben sind übrigens jetzt auch drinne, ne? Was muss ich machen? Platziere die Vorwahl. Habe ich schon. Näher dich dem Steuerpult und drücke die angezeigte roten Knopf. Da war ich doch gerade. Genau. Und ja. Was noch? Genau. Ich werde auch nochmal am Wochenende streamen. Live auf Twitch. Hier nochmal eingeblendet. So ein kleiner Streamplan. Ist jetzt nicht groß, aber ist etwas. Oh, nein. Und ja. Zumindest ich werde am Wochenende streamen, wie gesagt. Ich hoffe, ihr seid am Start mit. Twitch-Name blende ich euch hier auch nochmal gleich ein. Würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid und am Start seid. Ach, seht doch. Okay, ein Kombinationscode. Okay.
Was jetzt? Ah, jetzt. Okay. Ah, hier sehen wir Ludwig, glaube ich. Ergebnislos. Oder? Wir können also rein gar nichts tun. Wir können die Wissenschaft erfinden und kann sein. Ich will endlich los. Glaub mir, ich hätte gern andere Roboter als Partner. Sogar ein Toaster wäre mir jetzt lieber. Okay, ja, wirst recht haben. Wäre ein Toaster lieber. Pech gehabt. Ja, wirst recht haben mit Toaster, was auch immer hier labert. So. Am Wochenende, wie gesagt, Stream. Würde mich mega freuen, wenn ihr da seid. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Und dann weiter zur Season. Also die 7 sind verschwunden. Der Battle Pass, da werden die nächsten gratis Belohnungen, oh nicht, gratis Belohnungen, ja, man muss den Battle Pass kaufen, ja. Die Belohnungen, diese Special Belohnungen, sage ich jetzt mal, werden in 16 Tagen kommen, also rauskommen. Vermutlich wie immer so Gold, Blau und Silber oder irgendwie sowas. Also war ja jetzt wirklich die letzten Seasons auch immer dieselbe Farbe. Bin persönlich ein bisschen doof. Aber kann man nicht dran machen. Dann der die Vorboten kommt in 40 Tagen oder wie viel auch immer das sind. Da hinten ist ein Gegner. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Tut mir leid dafür. Dann, wir werden, okay, warte kurz, da hatte ich, danke für den Movement, ja, so, die nehme ich mal mit. Dann, wir sollen wirklich viele alte Sachen auch wieder reinkommen. Der Schleim wird sich hier einmal über die Karte ausbreiten. Der Realitätsbaum ist zwar kaputt, aber es sollen die ganzen kleinen, es sind ja noch kleine es sind ja noch kleine Realitätsbäume auf der Insel. Die sollen noch irgendwas mit der Story zu tun haben. Wissen wir nicht. Dann hier, dass ihr seht, die es sind gerade erst die Teil 1 Paradise Aufgaben da. Also die weiteren werden dann auch im Verlauf der Season kommen. Teil 2, Teil 3 und alles drum und dran. Es wird vermutlich wieder 9 Teile geben. Und ich empfehle euch, macht wirklich diese Aufgaben. Ihr kriegt massenmäßig XP. Ich zum Beispiel bin jetzt schon Level 22 oder 21. Weiß ich gerade gar nicht, das Level nicht. Sehe ich nicht. Super. Aber ich glaube, ich bin 20 oder so nur und ich mache nur die Story-Aufgaben. Und ein paar wöchentliche, also lohnt sich wirklich die Aufgaben zu machen. Komm, du willst mich doch veräppeln. Wo bist du? Ja, renn wieder weg, Minion, ey. Dieser kleine Schisser. Schisser. Im Ernst. So, mehr so direkt wissen wir auch noch nicht über die Season. Also ihr könnt wirklich gespannt drauf bleiben, wenn ihr was, oder wenn es was Neues gibt, wenn ihr Challenges, Ideen habt, schreibt auch wie immer in die Kommentare. Werde ich beachten. Zum Beispiel einer in den letzten Kommentaren, ich glaube TPC Gamer war es. Er hat sich gewünscht, dass er mal eine Challenge mit mir spielen darf. Ich habe ihn zwar schon geedit, ja. Und ja. Also wenn ihr zum Beispiel auch mitspielen wollt, schreibt es rein. Schreibt eine Challenge rein, die wir spielen können. Oder ihr wollt. Und dann gehen wir zusammen in die Runden. Mitmachen ein bisschen, spielen ein bisschen Fortnite. Und haben vermutlich, hoffentlich Spaß. Und diese Videos oder diese Runden werde ich auch auf YouTube hochladen. Also, könnt da gespannt bleiben. In dem Ding drin, okay, auch mal was Neues. Dann werde ich noch ein paar Theorien hier jetzt ein bisschen runter plaudern, die passieren könnten.
Also, wenn ihr die nicht hören wollt, könnt ihr abschalten. Wenn ihr das hören wollt, könnt ihr dranbleiben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Season wirklich rund um Chrome geht. Heißt, ist ja auch so, die sind ja auch so die Teaser. Aber ich könnte mir. Wow, danke für den Fallschirm. Ich könnte mir wirklich dazu vorstellen, dass die ganze Karte oder ein sehr großer Teil, zum Beispiel hier das Grasgebiet, voller Chrom wird. Dass wir da irgendwelche bestimmten Challenges haben. Und was jetzt auch noch zur Season Pass war, ein bisschen angespielt, damit ich gucke, wer abschaltet und wer nicht. Es wurden auch noch Veränderungen für Halloween-Bosse vorgenommen. Heißt, es wird einen Chrom-Boss geben, einen weiteren. Wir haben ja schon diese Queen oder Vorbote, oder wer auch immer das ist. Die ist ja drin. Aber es wird auch noch einen zweiten Chrom-Boss geben. Okay, was war das jetzt für ein lauter Sound? Genau. Wir werden wieder Halloween-Mask, glaube ich, wird das ausgesprochen, werden wir wieder bekommen. Also könnt ihr auch dranbleiben und gucken, was passiert. Ich bin wirklich gespannt drauf, weil die letzten Halloween waren ja alle nicht so toll. Wartet. Dich. Oh, ey, Junge, so ein leckerer Snipe. Die Krone gehe ich mir mal kurz holen, was? Und jetzt kommt safe von hinten einer, ey. Aber der Snipe war jetzt sauber. Vielleicht wird es ja heute mal ein epischer. Würde mich auch mal freuen. Ich fahre, falls ich jetzt vielleicht tot bin. Okay, er ist abgehauen. Wo ist er hin? Mit dem Chrom ist man doch eigentlich dreimal schneller als ein normaler Mensch. Oder irgendwie dreimal, keine Ahnung. Komm mal her, Hühnchen. Danke. Ah, nee, Hebel. Nicht so meine Waffe. Also schreibt auch mal bitte, bitte wirklich, damit ich sehe, was ihr sehen wollt. Schreibt auch mal rein Fall Guys oder andere Spiele. Schreibt's mal rein. Stumble Guys. Oder mal vielleicht irgendein Story-Spiel, zum Beispiel Lego Star Wars Skywalker Saga oder irgendwie sowas. Wenn ihr sowas sehen wollt, bitte wirklich, schreibt's in die Kommentare. Würde mich wirklich mal mega interessieren, ob ihr auch was anderes sehen wollt. Weil immer nur dasselbe ist ja bestimmt langweilig. Auch hier, zack. Okay, keine Gegner mehr. Kann man mit. Also. Schreibt's rein. Ist hier einer drinne? Hoffentlich nicht. Nee, super. Ich brauche irgendeine Abhaumöglichkeit, falls mich einer anschießt. Oh, warte, ich nutze Rift. Damit kann ich mir einen Überblick verschaffen. Okay, wo sind sie? Einer ist mitgeriftet, okay. Junge, wer bist du? Mann! Es war wieder heute so knapp, Alter. Junge, warum schmeißt er in meine Boogie-Bomb? Oh, nicht meine Boogie-Bomb, meine Impuls, wenn ich gar nicht. Ach, Mann. Wieder so sad, ey. Ja, und so unverdient für ihn, aber. Ja, komm, er kriegt jetzt so. Hä? Ist der dull? Digga, also schlechter geht's ja echt nicht, ne? Dass ich von Doem geholt wurde, heißt schon alles. Zeig mal. Boah. Null Wins. Starke Leistung, Mignon. Also ich hab mehr. Naja, egal, Leute. Haut da rein. Und bis zum nächsten Video. Und schreibt's in die Kommentare. Und ciao, ciao.